Digital transformation is our backbone. We have been into this journey for long. We wanted to embark on the latest of the technologies. At GlobalFoundries, we are changing the industry that's changing the world. So technology is becoming ever more present in our lives. The smartly designed chips and semiconductors unlock value and open new opportunities for everyone. The industry really is facing a global shortage of semiconductors, and bringing on new capacities is becoming more important than ever. So speed and reliability is critically important for our customers, and our logistics organization plays a key role in making sure that that we deliver consistency to our customers. The logistics organization supports both the inbound and manufacturing portions of the operation, as well as the outbound shipping operations. So we kind of sit on the front end and the back end of the fab operations and make sure that they have all the supplies and materials that are needed to be successful. Yeah, we had a mostly manual paper-based process, and we saw lots of opportunities to drive process improvement and efficiency into our operations by leveraging technology. The existing processes come with their inherited challenges with inaccuracies and errors. So we wanted to make it more efficient and convenient for the end users. GlobalFoundries information technology team embarked on a journey of art of possible using augmented reality and virtual reality. Ende letzten Jahres sind wir gestartet mit unserem Kommissionierprozess, unserem Hauptprozess. Und mittlerweile haben wir auch Teile der Umlagerung von extern nach intern in die Brille gebracht sozusagen, und auch unser Einlagerungsprozess läuft komplett über Augmented Reality. Das Projektteam hat gemeinsam mit der Firma TeamViewer das Projekt innerhalb von 10 Wochen vom Kickoff bis zur Implementierung durchgezogen. Das war möglich durch eine sehr enge Abstimmung untereinander, und die Implementierung selbst, die wurde innerhalb von wenigen Tagen in einem 24x7 Schichtbetrieb ausgerollt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma TeamViewer standen uns von Anfang an zur Seite, konnten uns auch inhaltlich sehr gut beraten. Für uns war die ganze Technologie Neuland. Die neue Frontline-Lösung xPick, die hat unsere Kommissionärinnen und Kommissionäre eben befähigt, ihre Hände nahezu frei zu haben. Wir brauchen kein Papier mehr, die Ausdrucke sind weggefallen und auch die Sortierung ist weggefallen. Auf dem Bildschirm der Brille sieht der Kommissionäre nun ganz genau, in welcher Reihenfolge er welchen Auftrag abarbeitet und zu welchem Regal er als nächstes gehen soll, wie viel er rausholen soll, und die Anweisungen, die gibt er ganz einfach mit Sprachanweisungen. So allein dadurch, dass der Druck, also der Ausdruck wegfiel und dass die Sortiererei wegfiel und dass die Aufträge oder die Prioritäten einfacher zu erkennen waren für die Kommissionärinnen und Kommissionäre, konnten wir so bis zu 20% Zeit schon sparen. Darüber hinaus fallen natürlich durch den neuen Prozess auch so circa 100.000 Blatt bedruckte Papiere weg pro Jahr. Die Inventurgenauigkeit, die hat sich drastisch erhöht. Die Kommissionärinnen und Kommissionäre sehen auf einem Bild in der Brille, wie das Teil aussieht, wissen ganz genau, ob es eben ein Set ist oder eine Box oder ein Stück, und können entsprechend genau abzählen und entnehmen. Seit kurzem haben wir jetzt etwas modernere Technik zum Kommissionieren. Die erste Zeit war es etwas ungewohnt, weil es neu war, aber ich kann für mich persönlich sagen, ich habe mich ziemlich schnell eingefuchst. Man hat es ständig auf der Brille, und was gut ist, wenn man sich mal verguckt oder falsch scannt, zeigt es sofort die Brille an, der Zettel nicht. Es ist im Prinzip nicht mehr möglich, einen Kommissionierfehler zu machen. Die Vorteile sind, es ist sehr modern, es ist schnell, es ist praktisch, man hat die Hände frei zum Anpassen, zum Bewegen, und es geht schneller. I think we're very happy with the solution that's been implemented, focusing on augmented reality and virtual picking. We've definitely seen the benefits into our operations through efficiency and accuracy. Momentan haben wir 3 Prozesse etabliert, die laufen. Wir werten das aktuell aus,
machen unsere Erfahrungen damit und planen auch weitere Prozesse im Lager mit dieser Brille abbilden zu können.